Hallihallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Tomb Raider 4. Ich habe eben schon wieder vergessen, diese scheiß Einstellung hier zu machen. So, Häkchen, Häkchen und auf Wiedersehen. So, okay. Ich habe übrigens ein bisschen an den Soundeinstellungen hier rumgebastelt vom Spiel, weil ich gemerkt habe, dass der Ingame-Sound doch ziemlich laut ist und das Rauschen habe ich gar nicht gehört. Also vergesst das, was ich im letzten Part noch gesagt habe. Das werde ich aber wahrscheinlich auch im Video eingeblendet haben. Und während ich diesen Part aufnehme, lade ich das andere Video auch gerade hoch, denn es ist ja so cool. An meinem alten PC hatte ich ja immer... Ach, wisst ihr was, ich tauche währenddessen schon mal, anstatt hier nur doof rumzustehen. Ja, also was ich sagen wollte. An meinem alten PC, da hatte ich ja immer das Problem, so eine scheiß Internetverbindung zu haben, wirklich. Mit einem Internetstick, wo das Internet öfters mal abgekackt ist. Und jetzt kann ich auf jeden Fall Videos problemlos hochladen, weil ich das jetzt mit meinem Laptop mache. So, hier kommt Pharos Säule rein. Bitteschön. Klick, klick. Yay! So. Und ja, jetzt, wenn ich ein Video aufgenommen habe, werde ich es einfach auf einen Stick packen, in den Laptop rein, dann mit dem FreeMake Video Converter, wie sonst, es bearbeiten und hochladen. Und das ganz ohne Angst haben zu müssen, dass das Internet abkackt und ich alles nochmal von vorne machen muss. Darüber freue ich mich sehr und ja, ich hoffe, dass der Ingame-Sound hier jetzt nicht mehr zu laut ist. Wenn doch, dann muss ich auch mal vielleicht an den Allgemeineinstellungen was machen. Und Lara, mach doch einfach das, was ich möchte. Und wisst ihr, was auch cool ist an diesem neuen Power Producer? Ich habe nicht mehr das Problem mit der Dunkelheit. Das ist jetzt hier genauso hell, wie wenn ich es hinterher hochlade. Und das freut mich sehr. Jetzt werde ich nicht mehr so einen hohen Fackelverbrauch hier haben, was sehr sinnvoll ist. Sehr gut. Weil hinterher noch viele dunkle Stellen kommen werden. Und hier unten hat sich jetzt der Eingang geöffnet. Wir können rein. In den Tempel des Pharos. Und ich habe da hinten, glaube ich, gerade was gesehen. Sekunde. Ich werde doch nochmal eben den schönen Tempel verlassen. Sekunde, Sekunde, Sekunde. Was ist denn hier? Ist hier ein Secret oder so? Ach nee, doch nicht. Okay, hier ist einfach nur irgendwie... Keine Ahnung. Oder hier auf der anderen Seite. Andere Seite. Es sieht nicht danach aus, okay. Dann habe ich mich halt doch geirrt, aber... Ich bin ja, wie ihr wisst, eine Secret-geile Sau und deswegen... Oder ist hier noch irgendwo was? Obwohl, ich glaube, hier war nichts mehr. Okay, mal eben Luft schnappen. Aber ich möchte mich hier eben noch ein bisschen umschauen. Schaden kann es ja nicht, ne? Das habe ich nämlich auch im Offplay, sag ich mal, gar nicht gemacht. Und ja, warum muss ich eigentlich immer vorspielen? Damit ich mich nicht allzu dumm hier anstelle. Ganz einfach deswegen. Und weil ich es kann. Haha. So, mal schauen, mal schauen. Ach ja, und noch ein ganz großes Sorry. Ich habe ganz vergessen, noch jemand anderen zu grüßen, den ich ja auch sehr mag und der mich sehr mag, vor allem deswegen. Und ich labere irgendwie gerade ein bisschen dummes Zeug, egal. Auf jeden Fall möchte ich ganz herzlich auch Let's Play Caro grüßen, der mich ja auch schon vor einiger Zeit abonniert hat. Und ja, du freust dich garantiert auch wahnsinnig, halb wahnsinnig, dass du hier wieder was von mir sehen kannst. Und ich hoffe, du hast wieder viel Freude mit mir und den neuen Tomb Raider Parts. Yeah. Und das Rauschen, muss ich sagen, wie gesagt, ist hier ja nicht mehr. Aber vielleicht kommt es bei Silent Hill 3 vor, also... Ach, ich werde einfach mal schauen. Wir werden es ja sehen und ich glaube, hier liegt echt nichts mehr. Das wäre verschwendete Zeit, hier noch weiter rumzusuchen. Deswegen gehen wir jetzt endlich in den Tempel des Pharos. Und ich hoffe, die Schüsse sind nicht mehr so laut. Weil ansonsten ging es eigentlich von der Lautstärke her des Ingame-Sounds. An den Seiten liegt nichts, das weiß ich ja jetzt schon, da ich mich hier umgesehen habe. Aber es ist wunderschön, oder? Okay, ich schwimme eben so weit, dass ich stehen kann. Damit ich mich hier besser umsehen kann. Die Musik. Ach ja, der Tempel des Pharos. Ah, hier könnte ich jetzt einen schönen Screenshot machen. Also würde ich gerne, kann ich eigentlich nicht, aber ihr wisst, was ich meine. Oh, es ist so wunderschön. Hier in den Ecken lag, glaube ich, auch nichts, oder? Ich
will mich doch nochmal eben umsehen, weil ich hier jetzt nicht mehr ganz so sicher war. Obwohl, nö, hier liegt nichts. Und, ne, wisst ihr noch? Wenn ich jetzt noch den alten Power Producer benutzen würde, müsste ich jetzt hier in die Ecken leuchten mit einem Fernglas oder eine Fackel anzünden. Und ich erkenne das jetzt alles so super. Ich freue mich. Es ist so ein Genuss. Ach ja. Wirklich, warum ist der PC nicht schon vorher kaputt gegangen, frage ich mich. Ach, hi. Aber ich gehe einfach. Ciao. Du kannst mich mal, du kannst mich mal, du kannst mich mal. Und hier sind drei Türen unter Wasser. Und ich weiß zwar schon, welche uns zum Palast führt, aber ich möchte mir eben hier auch die anderen kontrollieren. Oder war das jetzt sogar die richtige? Nee. Okay, das ist hier so ein kleiner Sinnlosraum, könnte man sagen. Und mein Sauerstoff ist viel zu schnell verbraucht. Mal eben Luft schnappen. Luft. Okay. Und nochmal runter. Und das Skelett hat gerade Geräusche gemacht. Lara? Bitte öffne diese Tür. Auch eine sehr schöne Animation, wie ich finde. Ich meine, für die Zeit, ne, es gab ja auch nichts. Ja, nee, hier liegt nichts. Rein gar nichts. Und. Ich höre mich gerade selber ein bisschen leise. Deswegen, ich hoffe, dass meine Stimme überhaupt mit richtig aufgenommen wird. Wehe, wenn nicht. Aber ich glaube schon. Strömung! Geil. Der Tempel des Pharaos ist wirklich hübsch. Und hey, hier liegt was, oder? Liegt hier was? Ach nee, hier lag nichts. Das war Fehler. Das war irgendwie... Wow, scheiße. Oh, scheiße, oh, scheiße. Das sind gefährliche Gegner. Das ist ein gefährlicher Gegner. Und... Ach, ist das schön. Guck mal, wie viel Gewehrmunition ich habe. Hihi. Nehme ich doch gleich mal. Nein. Achso, der kann mich hier eh nicht treffen. Wo bist du? Komm her, du Scheißvogel. Ach, da bist du ja schon. Ich hab dich gar nicht gesehen. Fuck you. Aber vergiftet hat er mich nicht. Das ist schön. Weil das hier sind, ja, wie heißen diese Gegner eigentlich? Ich weiß nicht, wie die Gegner heißen. Das sind halt so komische Vögel, die, einen Skorpionstachel haben und auch gerne mal ihre Opfer vergiften oder halt diesen Energieblitz auf einen schleudern, dass man... Wieso kann ich nicht reden? Das ist furchtbar. Was wir ja gerade schon gesehen haben. Medipack, yay! Und Gewehrmunition, das freut mich sehr. So, und Moment. War hier nicht auch noch was? Obwohl, hier war ich doch. War ich hier nicht gerade? Oh. Vielleicht sollte ich um diese Uhrzeit nicht mehr aufnehmen. Ich bin gerade irgendwie ein bisschen neben der Spur. Ich hoffe, ihr vergebt mir das. Aber ich denke schon. War es nur einmal Gewehrmunition? Das finde ich jetzt aber ein bisschen schade. Naja, okay. Noch. Es ist okay. Mit mir kann man es ja machen. Mehr ist hier nicht. Alles klar. Dann gehen wir jetzt mal... zuerst hier hoch, wo der Vogel herkam, würde ich sagen. Ergibt irgendwie am meisten Sinn. Jetzt kommt zwar etwas, was ich nicht so sehr leiden kann, aber es geht eigentlich noch. Es kommen schlimmere Stellen. Wir sind eingesperrt. Hier in den Ecken lag nichts. Und ich weiß nicht, ob die Musik auch zu laut ist. Das werde ich ja dann hinterher sehen, wenn ich den Part bearbeite. Und seht euch mal diese wunderschöne goldene Statue an der Kleopatra. Dafür nehme ich mal eben mein Fernglas. Und ich höre mich gerade echt. Achso, doch, ich höre mich. Okay. Okay, meine Stimme wird mit aufgenommen. Jetzt weiß ich's. Seht sie euch mal an. Diese Brüste. Nein, okay. Nee, an sich einfach. Kleopatra, du bist wunderschön. Und wir sind trotzdem ja immer noch nicht im Tempel der Kleopatra. Wir sind wirklich noch im Tempel des Pharaos.
Und was war das gerade für ein Geräusch? Oh, ich glaube, mein Laptop war das. Okay. Ein kurzer Schnitt. So, da bin ich auch wieder. Keine Ahnung, warum mein PC gerade, Laptop gerade gepiept hat, aber es scheint alles in Ordnung zu sein mit dem Upload. Und, die Klappe hier öffnet sich hinterher, glaube ich, ja. Oh, ist gut. Oh, ich finde die Statue echt schön. So, dann werden wir uns jetzt mal hier hochbegeben. Und ich speichere mal eben. Und ich glaube, das war jetzt zu schnell zum Rausschneiden. Verdammt. Ich muss mich erstmal wieder wirklich richtig eingewöhnen, sag ich mal. Dass ich nicht so schnell drücken darf, sonst kann ich das nicht rausschneiden. Oder vielleicht sonst doch. Ich weiß nicht, wie schnell ich jetzt war. Ich werde es ja sehen. Ich meine, dauert ja auch nicht so lange das Speichern, aber es ist halt doch ein bisschen nervig. Und jetzt kann ich es eh nicht rausschneiden, weil ich jetzt gerade geredet habe wieder mal. Und nein. Oh, ich hasse dieses Garabieren. Hört auf, mich zu verfolgen. Ihr seid so widerlich. Und sinnlos. Es gibt doch keinen Sinn, warum ihr existiert. Mensch. Brechstange. Hier kommen sie Gott sei Dank nicht rauf, so wie es aussieht. Alter, wie viel die mir abziehen? Fickt euch. Schöne Musik. Schnell, hoch. Ja, das war eins meiner Lieblingsmusik-Themes, deswegen habe ich gerade wenig gesagt. Und verarsch mich doch nicht. Nein. Oh, verarschen kann ich mich auch alleine, ey. Oh. Ey, wieso fail ich jetzt hier so ab, ey? Das ist so scheiße. Skarabäen hasse ich echt. Das sind meine Hassgegner hier im Spiel, wirklich. Das sind meine absoluten Hassgegner. Was liegt denn hier? Ah, ich weiß, was es ist. Das ist was für etwas total Niedliches, kann ich wirklich nur sagen, was ich sehr im Spiel liebe. Ja, Leute, und ich würde sagen, die Zeit ist für diesen Part wieder rum, obwohl ich noch ein paar Sekunden habe. Eigentlich sogar eine ganze Minute, aber egal. Ich beende hier den Part und was dieser Hebel, dieser Knopf, besser gesagt, hier bewirkt, zeige ich euch im nächsten Part. Bis dann, Leute. Ciao.